Jesuit European Volunteers ist eine ordenseigene, jesuiteneigene Organisation, die es Jugendlichen oder auch ja, jungen Erwachsenen und ausnahmsweise auch mal älteren Erwachsenen wie mich ermöglicht, im Ausland 1 bis 2 Jahre in sozialen Feldern tätig zu sein. Prinzip ist, dass man in einer kleinen Gemeinschaft wohnt, ein einfaches Leben führt. Man wird geistlich begleitet durch einen Jesuiten. Und man macht dann auch im Laufe dieser 1 bis 2 Jahre die Exerzitien des Ignatius. Also diese Besinnungszeit von 1 Woche oder 10 Tagen. Diese Chef-Zeit, die habe ich dann verbracht im damaligen Jugoslawien. Das fiel gerade auseinander, da war also Krieg. Ich bin 1994 dann hingegangen mit 2 anderen Chefs nach Zagreb. Und in dieser Zeit, natürlich haben wir auch viel Kontakt mit Flüchtlingen gehabt, die waren ja in der Stadt. In dieser Zeit als Chef habe ich dann auch Kontakt zum Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes dort bekommen. Das war der Pater Stepan Kushan. Und über ihn konnte ich dann meine Chefzeit, als sie zu Ende war, konnte ich quasi noch verlängern. Also ich war dann nicht mehr Chef, sondern er hat dann gesagt, du kannst bei mir im Büro oder im Außendienst für den Jesuitenflüchtlingsdienst arbeiten, du kannst bei uns Jesuiten wohnen, wir finanzieren deine Versicherung in Deutschland und du kriegst ein kleines Taschengeld. Also prinzipiell ging das so weiter. Ich war sehr froh darüber, weil ich wollte noch bleiben nach einem Jahr. Ich hatte irgendwie die Sprache halbwegs gelernt, ich habe mich wohlgefühlt, die Mentalität hat mir gefallen. Es war eine sehr anstrengende Arbeit, natürlich. Es war ja eben diese Unruhe auf dem Balkan, der Krieg. Es gab sehr viele Flüchtlinge. Das 3. Jahr auf dem Balkan war ich dann auch in Sarajevo. Nach dem Dayton Peace Agreement ist dann ein Team von Jesuiten, von dem Jesuitenflüchtlingsdienst nach Sarajevo gezogen. Da habe ich auch noch 1 Jahr mitgearbeitet, aber ich muss sagen, da war ich dann schon an einem Punkt, wo ich ziemlich erschöpft war. Das habe ich schon gemerkt, das waren schon so leichte Burnout-Symptome. Und ich hatte mich auch zwischenzeitlich entschieden, Jesuit zu werden.